Herr Steiner, wenn Sie wollen, wir können alles zusammen machen. Und das wird sehr schnell sein. Aber dafür brauche ich Bildschirm von Ihrem Computer sehen. Ohne das, ich kann nichts machen. Also, dass Sie quasi zu dem Diebstahl noch einen Identitätenbetrug machen? Nein, das kann nicht sein, Herr Steiner. Doch, das kann sein. Herzlich willkommen auf YouTube. Hallo und willkommen zu einem neuen Video. Vor kurzem habe ich mich bei euch erst für die 50 Abonnenten bedankt und es hat keine weiteren 3 Tage gedauert und wir sind schon bei 100. Das ist echt unglaublich mit euch. Vielen Dank dafür. Heute habe ich euch wieder ein etwas längeres Video mitgebracht von den Typen mit dem Trading-Betrug. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, Steiner, am Apparat ist... Entschuldigung, warum höre meine Stimme auch? Weiß ich doch nicht. Herr Steiner, Sie haben ein Handelskonto hinterlegt, aber noch nicht aktiviert. Deshalb habe ich angerufen. Okay. Wir brauchen zum ersten Schritt Ihr Konto aktivieren. Ja. Aber Entschuldigung, können Sie so machen, dass ich meine Stimme nicht höre? Na, was habe ich damit zu tun? Dafür kann ich ja nichts. Okay, Herr Steiner. Für Kontoaktivierung gibt es 3 Beträge. 250 Euro, 500 Euro und 1000 Euro. Welcher Betrag wählen Sie? Weiß ich nicht. Was ist denn da am besten? Okay. Jetzt sind Sie der neue Zahler. Also Sie wissen nicht, mit wie viel wollen Sie ein Konto aktivieren? Genau. Kleine Sekunde, bleiben Sie bitte in der Linie. Ja. Danke. Herr Steiner? Ja. Danke, dass Sie gewartet haben. Darf ich wissen, haben Sie schon Erfahrung in diesem Bereich? Nee, bis jetzt noch gar nicht. Keine Erfahrung, okay. Dann Sie können gerne mit 250 Euro beginnen. Okay. Okay. Darf ich wissen, welche Zahlungsmethode Sie besitzen? Bitte? Welche Zahlungsmethode Sie besitzen? Wie meinen Sie die Frage? Also haben Sie Visa-Karte oder Mastercard? Ja, ich habe eine Visa-Karte. Nur Visa-Karte. Haben Sie WhatsApp? Nee. Und E-Mail sehe ich, ja? gerold.steiner@mdttfan.de? Genau, richtig, ja. Okay, jetzt werde ich Ihnen eine Applikation senden. Sie brauchen diese Applikation installieren. Okay, sind Sie mit Handy oder mit Computer? Ich habe einen Computer. Computer, okay. Durch diese Applikation, ich werde Bildschirm von Ihrem Computer sehen. Das brauchen wir dafür, dass wir Schritt für Schritt alles richtig machen. Warum müssen Sie dazu meinen Bildschirm sehen? Weil wir sollen also die Überweisung machen und wir brauchen, also, dass ich kontrolliere alles, damit alles richtig wird. Okay? Sowas habe ich ja noch gar nicht gehört. Okay, dann probieren wir und Sie können sehen. Okay? Oder wenn Sie wollen nicht, dann wir können ohne das machen. Ja, wenn dann ohne. Okay, dann brauchen Sie alles richtig und ausführlich mich vorstellen, ja? Damit ich wusste, welchen Schritt Sie machen. Okay, jetzt werde ich Ihnen E-Mail schreiben. Bitte bleiben Sie in der Linie. Danke. Die zwischenzeitlichen Wartezeiten habe ich euch natürlich wieder rausgeschnitten, dass ihr nicht so viel Zeit verplempert, so wie ich in der Leitung. Das gesamte Gespräch, wieder für immer, für die, die es interessiert, hat circa 50 Minuten gedauert. 50 Minuten, in der die nette Tante niemanden anderen betrügen konnte. Herr Steiner? Ja. Können Sie bitte prüfen, Ihr E-Mail? Ja, dann logge ich mich da eben einmal ein. Okay. So. Ist aktuell noch nichts da. Das ist ein E-Mail von Rosi Adler.
habe ich noch nicht bekommen. Kleine Sekunde, können Sie bitte aktualisieren? Ich schicke Ihnen eine Nachricht. Da ist noch nichts angekommen. Aber manchmal dauert E-Mail auch bei mir ein bisschen. Kleine Sekunde, ja, ich sende noch einmal. Mhm. Tja, und wie man schon wieder hört, versucht es auch gleichzeitig schon wieder der nächste Betrüger. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass euch die Anklopfversuche ein bisschen stören. Ich bin da aktuell dran. Allerdings ist das mit dem Telefonanbieter, mit dem ich hier zusammenarbeite, nicht ganz so einfach. Und ich kann das im Telefon bei mir nicht direkt einstellen, da ich die Calls direkt mit dem Festnetztelefon aufzeichne. Und es wird aber auf jeden Fall für euch noch gelöst, das Problem. Es wird natürlich noch nicht in den nächsten Folgen sein, da ich schon bereits ein paar Calls aufgenommen habe. Aber das Anklopfen wird irgendwann aus meinen Videos verschwinden, keine Sorge. Können Sie bitte mit Buchstaben Ihr E-Mail noch einmal sagen? Ja, also für meinen Vorname, Punkt Nachname und dann @mdccfun.de. Okay, kleine Sekunde. Können Sie bitte Spam prüfen? Ja, gucke ich auch nochmal. Mhm. Nee, ist auch noch nichts da. Schauen wir mal, jetzt habe ich 4 neue E-Mails bekommen. Mhm. Das ist eine E-Mail von Rosi Adler von mir. Ich habe einmal was von Next Market Service. Nein. Da ist geschrieben, Rosi Adler. In ihrer Stimme kann man gleich leichte Panik hören, wenn man einen anderen Abzocker nennt. Denn die Abzocker haben natürlich auch große Angst, dass sie ihr Geld an jemanden anders verlieren könnten. Und daher hat sie hier gleich eindringlich betont, dass sie das nicht ist. Account Manager. Nee, habe ich noch nichts, ne. Ich sende noch eine kleine Sekunde. Mhm. Ich habe gesendet, prüfen Sie bitte. Ja. Haben Sie bekommen? Es lädt noch. Bis jetzt ist noch nichts angekommen. Bei mir zeigt, dass E-Mail erfolgreich gesendet ist. Ja, aber wie gesagt, manchmal dauert es bei mir auch ein bisschen. Okay, dann warten wir eine Sekunde, ja? Mhm. Einige Sekunden. Gut. Herr Steiner, ja? Aktualisieren Sie bitte noch einmal. Ja. Nee, ist auch noch nichts da. Ist nichts da. Mhm. Haben Sie eine andere E-Mail? Nee, ich habe bloß die. Okay, dann machen wir also. Sie können diese Applikation, die ich am Anfang gesagt habe, herunterladen. Dann probiere ich Ihnen helfen. Ja, aber ich möchte kein Programm auf meinem Computer. Okay, Sie haben gesagt, dass Sie kein WhatsApp haben. Mhm, genau. Und keine andere E-Mail. Genau. Okay, Moment. Herr Steiner? Mhm. Wir machen so, wenn Sie mein E-Mail bekommen haben, dann Sie können ein Rück-E-Mail schreiben. Und ich wusste, dass Sie mein E-Mail bekommen haben und ich anrufe noch einmal. Was schicken Sie denn per E-Mail? Einen Link. Können Sie mir den nicht durchsagen? Dann kann ich den noch so eintippen. Moment. Okay, gehen Sie zu Google. Auf Google, Moment. So, ja, jetzt bin ich auf Google. Schreiben Sie bitte dort M. Hm. O-O-N. O-O-N. Aha. P. Ja. Hm. A. Ja. Y. Ja. Moonpay. Ja. .com.
So, und nun geht der Betrug erst so richtig los. Die Webseite MoonPay ist an sich keine Betrugswebseite, sondern eine Webseite, wo man mit einer Kreditkarte oder mit Banküberweisung Geld auf ein Krypto-Wallet einzahlt. Das ist dabei völlig egal welches, da werden fast alle Kryptowährungen bedient. Das bedeutet, ihr zahlt dort euer Geld ein und habt dann quasi Kryptowährungen. Das Problem ist, das werdet ihr gleich noch im nachfolgenden Gespräch bemerken. Die nette Dame schickt mir noch eine Wallet-Adresse zu. Bedeutet, ich überweise dann jetzt Geld auf deren Krypto-Wallet. Dabei ist das Problem, dass das natürlich überhaupt nirgendwo mehr nachvollzogen werden kann und das Geld ist dann einfach weg. Das heißt, ich eröffne dort auf dieser Seite auch kein Handelskonto, sondern ich schicke denen einfach mein Geld, das ist weg und das war's dann auch schon. Ne? Also passt auf jeden Fall auf, überweist kein Geld einfach an irgendein fremdes Krypto-Wallet, außer es ist euer eigenes und ihr wisst darüber auch Bescheid und kennt euch damit aus. Aber niemals auf ein fremdes Wallet, ohne dass ihr dafür sicher seid, dass ihr da irgendeine Gegenleistung für erhalten werdet. Ja, und jetzt? Aha. Haben Sie schon die Seite? Ja. Warten Sie, dann muss ich ja erst bestätigen. Was bestätigen? Na, die Eingabe. Ah, okay. Jetzt bekomme ich die Google-Suchergebnisse. Okay, erste. moonpay.com. Dann klicke ich da nochmal drauf. So, ja, was muss ich jetzt auf der Seite machen? Okay, Sie sehen 300 Betrag BTC kaufen, Betrag 300. Sehen Sie das? Ich sehe oben das Logo MoonPay, dann steht da Buy and Sell Crypto. Ja. Aha, dann links, Sie sollen sehen, BTC kaufen, Währung BTC Bitcoin, Betrag 300. Ja. Sehen Sie das? Okay, ja, jetzt genau. Okay, warten Sie bitte, machen Sie bitte nichts. Kleine Sekunde. Ah ja, jetzt ist auch Ihre E-Mail angekommen. Warten Sie bitte, machen Sie bitte nichts. Herr Steiner? Ja? Also Sie sehen diese 300, richtig? Genau. Sehen Sie, das ist mit Euro? Nee, bei mir steht US-Dollar. US-Dollar? Ja. Okay, dann lassen Sie so mit 300, weil 300 Dollar ist gleich mit 240 Euro. Okay? Okay. Und dann klicken Sie auf Fortfahren. Aber in diesem Fall, in jedem Fall brauche ich also Ihr E-Mail, das Sie bekommen, weil ich soll unsere Bitcoin-Wallet Ihnen senden. Und das kann ich nicht diktieren. Und was ist das? Das ist ein Wallet, eine Adresse. Sie sollen dort stehlen, um die Überweisung getätigt wird. Okay, und wo überweise ich das denn hin? Können Sie bitte Ihr E-Mail noch einmal prüfen. Ja, die E-Mail habe ich jetzt bekommen. Haben Sie bekommen? Jetzt werde ich unser Bitcoin-Wallet Ihnen senden. Okay. Kleine Sekunde. Ja. Prüfen Sie bitte Ihr E-Mail. Das ist eine Adresse mit 3 P, I, U, Q und weiter. Fängt mit 3 an.
So, und jetzt sind wir bei dem Part, den ich euch schon erzählt habe. Ich soll Geld auf deren Krypto-Wallet überweisen. Nochmal vielleicht kurz zur Erklärung, ein Krypto-Wallet, das Ganze kann man sich so vorstellen wie einen Geldbeutel, also wie euer Portemonnaie. In dem Krypto-Wallet, bewahrt man eben seine Kryptowährung auf und dorthin kann man natürlich auch Geld hin transferieren. Das Problem ist eben, wie gesagt, an einem Krypto-Wallet, es ist nicht mehr nachvollziehbar, wohin das Geld gegangen ist. Ihr könnt das nirgendwo einsehen, an wen ihr was überwiesen habt. Das Geld ist einfach weg. Ja, ist noch nicht da. Aktualisieren Sie bitte noch einmal. Nee, ist immer noch nichts. Okay, dann warten wir, weil wir brauchen das, damit wir weiter alles machen können. Okay. Ja, jetzt habe ich hier so eine komische Adresse mit 3 PI bekommen. Genau. Kopieren Sie bitte diese Adresse. Ja. Aha. Gehen Sie zurück zum MomPay. Ja. Also, Sie haben auf Fortfahren geklickt, richtig? Oder noch nicht? Nee, Fortfahren steht ja hier nicht. Das ist irgendwie alles auf Englisch. Kann man das auf Deutsch umstellen? Sie können gehen Ihr E-Mail und auf Links klicken, wo ich gesendet habe, ja? Ja. Das ist mopay.com. Okay, dann klicke ich da nochmal drauf. Dann werden Sie sehen, also BTC Bitcoin, Betrag 300. Ja, dann ist aber auch wieder alles auf Englisch, also da verändert sich nichts. Kein Problem. Also Sie können Sprache ändern. Da gibt es 3 Linien. Ja. Sie können darauf klicken, da gibt es Sprache, Sie können auf Deutsch stellen. Ah ja, hier steht was mit Englisch, dann, ah genau, da ist Deutsch. Okay. Ah ja, genau, jetzt steht da auch Fortfahren. Okay, jetzt 300 ist mit Euro oder mit Dollar? Hier steht immer noch US-Dollar. Okay, dann klicken Sie bitte auf Fortfahren. Ja. Dann stellen Sie bitte dort was Sie kopiert haben, also mit 3 fängt an, ja, diese Adresse. Und dann klicken Sie bitte auf Fortfahren. Dann sollen Sie sehen, E-Mail eingeben. Ja, genau. Schreiben Sie bitte dort Ihr E-Mail. Dann tippe ich die mal ein. Und dann klicken Sie bitte auf Fortfahren. Sie werden einen Verifizierungscode bekommen. Das sind 6 Zahlen. Ja. Gehen Sie bitte zur E-Mail und prüfen Sie, ja, Ihr E-Mail. Das ist ein E-Mail von MomPay. Ja, bis jetzt noch nicht. Okay, dann warten wir. Und wie funktioniert das denn, wenn ich da das Geld eingezahlt habe? Das ganze Prozess ist so. Nach der Kontoaktivierung innerhalb einigen Stunden werden Sie einen Anruf von Verifizierungsabteilung bekommen. Und dann innerhalb 24 Stunden werden Sie einen Anruf direkt von Finanzanalyseabteilung bekommen und Sie werden mit Ihrem Broker sprechen. Und das mache ich denn hier auf der MoonPay-Seite? Die Überweisung, ja. Sie haben gesagt, dass Sie Visa-Karte haben. Und mit Visa-Karte machen wir so die Überweisung. Okay, und auf welcher Seite muss ich denn handeln? Investcore. Wo Sie ein Konto hinterlegt haben. Sagen Sie mir da nochmal die Adresse. Von unserer Plattform? Ja, ich kann Ihnen per E-Mail senden. Ja. Okay. Jetzt prüfen Sie bitte Ihr E-Mail. Guck ich nochmal. Da ist noch nichts da.
Kein E-Mail von Mumpay? Nee, noch nicht. Okay, dann warten wir. Wenn Sie bekommen, sagen Sie mir bitte. Mhm. Haben Sie den anderen Link schon geschickt? Noch nicht. Ist das dann mit dem Handeln bei Ihnen automatisch oder muss ich das dann da selber machen? Sie können wählen. Ah ja, okay, dann geht da beide. Beide gibt es. Und wenn ich das automatisch mache, wie funktioniert das denn? Sie bekommen ein automatisches Handelssystem. Auf Computer oder auf Handy, egal, ja. Und Sie werden einen leichten Zugang zu dieser Applikation haben. Sie können gleichzeitig mit unserem Broker sprechen und alles diskutieren. Kein Problem. Okay, und wie läuft das dann? Da gibt es unterschiedliche Funktionen, die dienen sich als Grenzen. Zum Beispiel, da gibt es Funktion Take Profit, das bedeutet Einkommen nehmen, ja? Und wenn Sie dort schreiben zum Beispiel 20.000 Euro, das bedeutet, das System wird automatisch die Auszahlung tätigen. Sie können auch wählen, wollen Sie wöchentlich oder monatlich die Auszahlung machen. Achso, also das da gibt es auch eine Funktion, da gibt es auch eine Funktion Verluste stoppen, Stop Loss. Das bedeutet, wenn Sie dort zum Beispiel schreiben eine symbolische Summe, zum Beispiel 800 Euro, ja egal. Das bedeutet, das System wird Ihnen nicht lassen, mehr als 800 Euro verlieren. Okay. Und diese alle Funktionen machen die Risiken minimal. Und woher kommt das Geld, was man da gewinnen kann? Aus Finanzmarkt, aus den Märkten, wo Sie investieren. Okay, jetzt prüfen Sie bitte Ihr E-Mail. Ja, ich drücke nochmal auf Aktualisieren. Nee, ist bis jetzt noch nichts da. Kein E-Mail von Mumpay? Nee, noch nicht. Okay, dann warten wir einfach. Haben Sie Ihre E-Mail-Adresse richtig geschrieben? Ich denke schon, ja. Okay. Herr Steiner? Können Sie bitte auch Spam prüfen? Ja, gucke ich auch nochmal rein. Hier ist noch nichts da. Okay, können Sie bitte Ihr E-Mail schließen und noch einmal öffnen? Mache ich nochmal zu und dann nochmal auf. Habe ich eine neue E-Mail von Martin Henser? Sie haben nein. Neues Meeting. Moonpay. M-O-O-N-T-A-Y. Nee, da ist noch nichts da. Okay. Bitte gehen Sie zurück zur Moonpay-Seite. Und, oder öffnen Sie Moonpay noch einmal an, ja, von Anfang an. Also schließen Sie Moonpay. Soll ich nochmal zumachen? Okay, dann. Mache ich nochmal zu. So, ja, ist auch noch auf Deutsch. Aha, und 300 ist mit Dollar. Genau. USD. Okay, klicken Sie bitte auf Fortfahren. Ja. Dann stellen Sie dort bitte Wallet-Adresse. Also 3, P, E, U, Q und weiter. So, und dann die E-Mail-Adresse. Nicht E-Mail-Adresse, sondern Wallet-Adresse. Genau, die habe ich. Okay. Fortfahren. Schreiben Sie bitte dort Ihr E-Mail noch einmal. Ja.
So, habe ich gemacht. Alles ist richtig, ja, geschrieben. Mhm. Dann klicken Sie bitte auf Fortfahren. Mhm, habe ich auch. Mhm. Und gehen Sie zurück zu Ihrer E-Mail. Ja. Ist aber noch nichts da. Ganz schön kompliziert. Das ist wegen Internet, ja, wahrscheinlich. Weiß ich nicht. Andere E-Mails kommen ja zwischendurch an. Ja, und gewöhnlich bei uns ist das so. Die Kunden bekommen in einer Sekunde, ja, halbe Sekunde, diese E-Mail von Monpay. Nee, habe ich noch keine da. Aber es lädt auch gerade noch. Da ist so ein Ladekreisel. Immer noch nichts da. Geht es nur so bei Ihnen, dass man das Geld nur so aufladen kann? Nein, wenn der Kunde hat Visa-Karte, die Überweisung ist so mit MonPay. Okay? Jetzt machen wir so, weil ich auch andere Kunden habe, wir können so machen. Wenn Sie diese E-Mail bekommen, schreiben Sie mir bitte per E-Mail. Und ich werde noch einmal anrufen. Na, und genau das wollen wir ja nicht, dass sie jetzt noch andere Kunden betrügt. Also denken wir uns wieder eine Ausrede aus, um sie weiter zu veräppeln und ihre Zeit ordentlich zu verplempern. Machen wir weiter, okay? Also kann ich jetzt da nicht weitermachen? Nein, wir brauchen, dass Sie diese Verifizierungscode bekommen. Jetzt habe ich hier eine E-Mail von algotrading.de. Nein. Das ist ein E-Mail von MonPay. Da ist noch nichts gekommen. Ja, und wenn die E-Mail jetzt nicht ankommt, dann kann ich da nicht einzahlen, oder wie? Können wir. Wir können morgen probieren. Okay? Oder Sie können ein neues E-Mail öffnen. Ja. Wir können alles mit dieser neuen E-Mail machen. Achso, ich soll eine neue E-Mail-Adresse dann irgendwo anlegen. Oder wie meinen Sie das? Ja, eine E-Mail, die funktioniert. Das kann ich ja mal probieren. Auf welcher Seite soll ich denn das machen? Auf Web.de, egal. Wie heißt die Seite? Also, Sie sollen ein E-Mail herstellen. Das hat nichts zu tun mit unserer Plattform. Na, ich meine, wo, auf welcher Seite soll ich so eine E-Mail machen? Ich habe ja bloß die, die ich habe. Ein E-Mail herstellen, meinen Sie? Ich habe sowas noch nicht gemacht. Dann woher haben Sie diese E-Mail? Die ist von meinem Internetanbieter. Ach so. Kleine Sekunde. Herr Steiner? Sie können per Google schreiben web.de. Web.de. Genau. Ja. Oder auf Google, ja? Sie können ein Gmail öffnen. Achso, welche Seite ist denn da besser? Web, die beiden, egal. Ich kenne mich ja da nicht so aus. Was würden Sie nehmen? Da gibt es Outlook, da gibt es Hotmail, Gmail. Die sind zu viel, ja? Ja, und welche soll ich da nehmen? Web.de. Nehmen wir die, okay. Dann gucke ich mal. Und Sie haben noch keine E-Mail bekommen. Kann ich auch noch mal reingucken. Okay. Ja, Steiner, wenn Sie wollen, wir können alles zusammen machen.
Und das wird sehr schnell sein. Aber dafür brauche ich Bildschirm von Ihrem Computer sehen. Ohne das, ich kann nichts machen. Machen wir so? Ja, können wir ja probieren. Okay. Dann, ich werde Ihnen Link senden. Es kann so sein, dass Sie diese E-Mail bekommen. So können Sie schnell herunterladen. Ja. Wenn nicht, dann Sie können per Google schreiben, aber das ist ein bisschen schwerer. Deshalb probieren wir per Link. Kleine Sekunde. Haben Sie Windows auf Computer? Ja, ich habe Windows XP. Okay. Ich habe den Link gesendet. Prüfen Sie bitte Ihre E-Mail. Ah ja, da ist ja schon der Link. Klicken Sie bitte darauf und dann Download Now. Ah ja, genau da. Okay, und wenn die Installierung schon fertig wird, sagen Sie mir bitte. Wenn Sie öffnen die Applikation, Sie werden 9 Zahlen sehen. Sagen dann Sie mir bitte diese 9 Zahlen. Ich bekomme jetzt hier einen Fehler. Ein Fehler? Ja. Was für ein Fehler? Was ist dort geschrieben? Da steht inkompatible Betriebssystemversion. Haben Sie Windows auf Computer, ja? Windows XP, ja. XP. Ich denke, alles soll okay sein, weil da ist geschrieben, get a desk for Windows. Da gibt es für Mac OS, für Android, für iOS, für Linux und so weiter. Wir wählen Windows. Ja, das haben und wir ich hier, habe genau. Dieser Link gesendet. Aha. Probieren Sie bitte noch einmal installieren. Ja, dann lade ich mal nochmal runter. Vielleicht ist da was okay. Kaputt. So, dann öffne ich das wieder. Nee, Herr Steiner, haben Sie... Welche Handy haben Sie? Oh, das ist so ein altes Samsung, so ein Tastenhandy. Taschenhandy. Hm. Ist das Android oder iPhone? Oh, das weiß ich nicht. Sie wissen nicht, was für ein Handy Sie haben? Na, das ist so ein ganz normales mit Tasten. Okay, Herr Steiner. Machen wir so. Wenn Sie E-Mail von Mumpay bekommen, schreiben Sie bitte eine Rückmail. Dann werde ich Ihnen noch einmal anrufen. Na, und wenn die E-Mail nicht kommt? Sie können das auch schreiben. Ich werde warten Sie mal, da ist was gekommen, glaube ich. Ich habe jetzt nochmal aufgemacht. Ich habe jetzt hier so viele Fenster auf. Ah ja, hier ist die Nummer 861. Sie sollen 2 E-Mails bekommen von Mumpay, weil wir 2-mal probiert haben. Wir brauchen letzte E-Mail von Mumpay. Ich habe nur eine bekommen. Okay, schreiben Sie bitte dort die Ziffer. Ja, dann mache ich da mal die Zahlen rein. Und dann darunter gibt es 2 Quadraten, bitte das auch zustimmen und nur dann fortfahren. Aber auf der MoonPay-Seite kann man nicht auf Fortfahren drücken, wenn ich den Code eingegeben habe. Ja, weil Sie sollen zustimmen, da gibt es 2 Quadrate. Ach so, die sieht man hier so schlecht auf meinem Bildschirm. Hm.
So, das habe ich jetzt zugestimmt, ja. Der, und fortfahren. Der von dir eingegebene Code ist leider abgelaufen. Bitte beginne den Anmeldevorgang erneut. Deshalb habe ich das gesagt, ja, weil wir haben zweimal probiert. Das war erste Code. Jetzt brauchen wir zweite Code. Oder wenn Sie, wenn da gibt es Stelle, Sie können schreiben, ein neuer Code bekommen. Oder darauf klicken. Gibt es eine Stelle dort? Nee, das kann man bloß OK drücken und dann ist das wieder weg. Okay. Welche Seite Sie jetzt haben? Na, die Moonpay-Seite. Erste Seite, wo 300 geschrieben ist. Nee, damit E-Mail verifizieren, wo man den Code eingeben muss. Okay, gehen Sie bitte zu Ihrer E-Mail, aktualisieren Sie bitte. Das kann so sein, dass zweite Sie auch bekommen. Ja, da gucke ich nochmal. Mhm. Jetzt habe ich eine E-Mail von einem Möbelhaus. Aber da sind noch mehr gekommen. Ich guck mal. Also, Herr Martin, jetzt schicke ich dir gerade. Da ist irgendwas Komisches drin. Die mache ich mal weg. Ja, hier ist noch eine E-Mail mit nackigen Frauen. Okay. Jetzt kommen ganz viele E-Mails. Was ist denn das? Kreditanfrage? Nee, das brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Und mit dem Programm, das geht jetzt nicht? Das ist ja ein Programm. Na, Sie wollten mir doch irgend so einen Link schicken mit einem Programm. Ja, Sie können probieren. Ach ja, genau, nee, da haben wir... Das habe ich schon wieder vergessen, aber haben wir ja schon drauf gedrückt. Okay. Dann schauen Sie alle Konditionen der Ah, jetzt habe ich von irgendeiner Michelle noch was bekommen. Ja, nee, da sind auch bloß wieder nackige Frauen drin. Ja, und jetzt warten wir noch auf diese andere Nummer, die da kommen muss, oder? Genau. Das dauert ganz schön lange von der Seite. Ja, wahrscheinlich wegen Internetverbindung. Kann ich Ihnen das Geld nicht irgendwie anders geben? Also mit Visa, das ist schneller und leichter. Andere Weise gibt es auch. Aber dafür brauchen wir einige Unterlagen. Ja, was denn für welche? Foto von einigen Unterlagen. Also, erst Foto von Ihrer ID-Karte in beiden Seiten fotografiert. Von der ID-Karte? Also Personalausweis. Ach so, ja. Und Gas- oder Stromrechnung, nicht älter als 3 Monate, wo Ihre richtigen Name, Adresse und Postleitzahl stehen. Da muss ich mal haben gucken, Sie Gas- oder Stromrechnung? Sowas kriege ich immer gar nicht zugeschickt. Oder ein Kontoauszug vom Bank. Ja. Wieder nicht älter als 3 Monaten. Wo es geschrieben, dass Sie eine symbolische Summe für, egal für was, ja, bezahlt haben. Ja. Und dieser Papier kann auch sein. Und auf dem Kontoauszug muss aber nicht zu sehen sein, wie viel Geld ich habe. Da soll einige Ziffer stehen, ja? Eine Summe. Weil gewöhnlich die Kunden verstehen nicht so gut, ja? Was wir meinen, wenn wir sagen Kontoauszug.
Sie können zum Beispiel einen Text senden, aber das reicht nicht. Ja, das passt nicht. Wir brauchen einen Kontoauszug, wo eine Summe geschrieben ist. Egal wofür, egal wie viel. Ah ja, also die Kunden, die wüssten nicht, was man meint, wenn die sagen Kontoauszug. Ich gehe mal eher davon aus, dass die Kunden dann noch eher dem Betrug riechen würden und dass man deswegen das Wort Kontoauszug vermeidet. Ein Bankkontoauszug. Ja, aber der Gesamtbetrag, der auf meinem Konto drauf ist, der muss da nicht draufstehen. Nein, das brauchen wir nicht. Haben Sie Online-Banking? Nee, ich muss da mal zur Bank gehen. Sie können diesen Kontoauszug aus Bank auch nehmen. Zum Beispiel, Sie können sagen, bitte den Kontoauszug geben von meiner letzten Transaktion. Ja, das kriege ich ja dann aus einem großen Drucker raus. Aha, Sie können das nehmen, fotografieren und mit Fotos von ID-Karte mir senden. Von einer ID-Karte? Genau, Personalausweis. Ach, den Personalausweis. Ich dachte jetzt hier von dem Aldi um die Ecke. Ja, und die Fotos sollen sehr fokussiert, ohne Licht. Ja, nicht darauf soll kein Licht sein. Wie meinen Sie das? Soll ich die im Dunkeln fotografieren? Also fokussierte, klare Bilder. Ja. Okay. Entschuldigung, es fühlt mich schwer, wenn ich spreche und ich höre auch wieder meine Stimme, ja? Ach so. Ja, also diese Fotos bitte so fotografieren, dass alle vier Ecke sichtbar seien. Ein bisschen von Ferne. Ja, aber ich habe noch nicht verstanden mit dem ohne Licht, weil wenn das ohne Licht ist, dann sieht man ja darauf nichts. Genau, also ich meine... nicht Licht vom Zimmer ausschalten, sondern auf Bild soll kein Licht sein. Wenn da gibt es Licht, wir können diese Buchstaben nicht lesen. Die sind nicht lesbar. Ach so, ich dachte, ich soll das im Dunkeln machen. Nein. Also, Sie können diese Unterlagen mir senden per E-Mail und ich kann unsere Bankdaten Ihnen senden. Und Sie können mit unserem Bankdaten die Überweisung tätigen. Ins Bank gehen und so die Überweisung tätigen. Ja, also dann... Aber mit Visa ist es immer leichter. Sie können noch einmal Ihr E-Mail prüfen. Ja, ich gucke nochmal in das Konto rein. Nee, ist noch nichts da. Okay, dann machen wir also. Ich werde Ihnen einen Sicherheitscode geben. Schreiben Sie bitte, das ist 8388. Moment. Das muss ich immer schnell. Denn die 83, ja? 88. Ja. Das ist unser Sicherheitscode. Wenn Sie fremde Anrufe oder Nachrichten bekommen, bitte fragen Sie zuerst nach dieser Sicherheitscode. Achso, nur die vier Zahlen. Genau. Zum Beispiel, wenn jemand Ihnen ruft, dann sagen Sie mir unser Sicherheitscode. Und wenn Sie keine Antwort bekommen oder auf eine falsche Antwort bekommen, dann legen Sie einfach auf. Na, okay? Wollen wir den Code nicht noch sicherer machen? Weil normalerweise soll man ja in Passwörter große und kleine Buchstaben und Sonderzeichen und Zahlen verwenden. Nein, das ist unser Passwort. Zwischen mir und Ihnen, ja? Ja, aber nicht, dass das einer errät. 8388. Wie bitte? Aber nicht, dass das einer errät. Errät? Also, wenn ich anrufe, ich werde sagen, hallo, hier ist dein Name, Parat ist Rosi Adler, unser Sicherheitscode ist 8388. Ja. Und Sie können wissen, dass wirklich ich spreche mit Ihnen. Ach so, okay. Okay. Dann, wenn Sie E-Mail von Mumpay bekommen, schreiben Sie mir bitte. Ja. Und ich werde noch einmal anrufen. Und an welcher Adresse soll ich jetzt das Geld hinsenden? Also es ist wirklich beeindruckend, wie oft die Dame eigentlich schon auflegen wollte und ich sie immer und immer wieder aufs Neue hinhalte am Telefon. Und jedes Mal, wenn sie denkt, ach, da kann man ja doch noch Geld rausholen, bleibt sie dann doch noch ein Stückchen länger am Telefon und so weiter und so weiter.
Also das ist die Adresse, die fängt mit 3. Aber Sie können das alleine nicht machen. Okay, ich bin Ihr Account Manager. Ich werde Ihnen helfen. Alleine, die Kunden können das nicht machen. Also ich kann nicht zur Bank gehen und das einfach überweisen? Nein. Sie können die Unterlagen mir senden und dann werden wir unsere Bankdaten, also mit IBAN, ja, alles senden. So können Sie die Überweisung tätigen. Aber zuerst, wir brauchen die Unterlagen. So, dann kommen wir mal zum endgültigen Finale und machen ihr klar, worum es hier eigentlich geht. Achtet mal auf Ihre Reaktion, wie sie genau darauf reagiert, wenn sie erfährt, dass das alles umsonst war und sie fast eine ganze Stunde mit mir am Telefon verplempert hat. Ach so. Also, dass Sie quasi zu dem Diebstahl noch einen Identitätenbetrug machen. Nein, das kann nicht sein, Herr Steiner. Doch, das kann sein. Herzlich willkommen auf YouTube. Ja. Sie wissen, was Sie hier machen, ne? Das ist Identitätendiebstahl und auch noch Betrug. Sie glauben doch wohl nicht im Ernst, dass ich so blöd bin und Geld an Ihr Bitcoin-Wallet einfach sende. Das Geld ist weg. Okay. Aber schön, dass Sie mit mir 50 Minuten verplempert haben. Finde ich super. Konnten Sie in der Zeit keinen anderen betrügen. Okay, super. Dann ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ja, das wünsche ich Ihnen auch. Tschüss. Danke, ciao. Tja, eins muss man ja lassen. Freundlich geblieben ist sie ja sogar bis zum Schluss. Obwohl ich echt ein schwieriger Patient war, scheinbar. Naja, aber Leute, passt auf euch auf und lasst euch nicht von den Leuten abziehen. Ganz einfach, passt wirklich auf euch auf. Das Geld ist schneller weg, als ihr es verdient habt. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann zeigt es mir doch gerne wie immer mit einem Daumen nach oben. Und wenn ihr keine weiteren Videos mehr von mir verpassen wollt, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.